liebe Schützenfamilie von der ganzen Schweiz. Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen. Wir sind gut unterwegs. 2015 ist in einem Jahr. Wir sind bald beim Eidgenössischen Schützenfest im Wallis. Zum ersten Mal in der Geschichte. Dann wird das Wallis auch 200-jährig. Und das wird ein riesiges Fest geben. Für Schützenfamilie, auch für eure Kollegen und Freunde, kommt, tut das kombinieren mit einem Aufenthalt im Wallis. Da wird ganz schöne Sachen sein. Und wir werden euch alle herzlich empfangen. Und wir sagen im Motto mit Hand und mit Herz. Und wir haben grosse Freude, dass wir das machen dürfen mit euch zusammen.
von der Leute hier. Vielleicht kann ich auch morgen zum 8. Von der Leute hier. Vielleicht kann ich auch morgen zum 8. Heute Nachmittag im CH-Visp waren die Sportlerinnen und Sportler und ihre Schützenvereine aber auf der Straße unterwegs, ihre Tradition, ihren Brauch feiernd. Über 60 Formationen beteiligten sich am großen Festumzug durch die Stadt. Und mitten unter ihnen waren auch viele Auslandschweizer. Die haben ihren eigenen Wettkampf ausgetragen. Roger Brunner. Sie kommen aus Washington D.C., Johannesburg oder Vancouver. Knapp 200 Auslandschweizer schießen am Eidgenössischen in CH-Visp ihren eigenen Wettkampf. Alle mit demselben Minimalziel. Wenn man an ein Schützenfest geht, will man einen Kranz. Dann hat man wenigstens, am Schluss fragt dann niemand, ob es ein guter war oder ein knapper. Wie war jetzt der Ihrige? Ja, das war genügend so. Das Schießen mit Ordonnanzwaffen auf die Distanz von 300 Metern ist eine typische Schweizer Eigenheit. In manchen Ländern finden die Auslandschweizer deshalb kaum Trainingsanlagen. Das gilt nicht für die Schützen aus Vancouver. Die besitzen ihren eigenen Schießstand und haben sich entsprechend vorbereitet. Wir trainieren schon fast mindestens ein Jahr zum Voraus für das Eidgenössische Schützenfest. Das ist einfach der Höhepunkt. Man hat einen internen kleinen Wettkampf mit den verschiedenen Sektionen vom Ausland. Der Wettkampf ist das eine, Brauchtum und Tradition das andere. Der Skisport verbindet die Auslandschweizer nach wie vor mit ihrer alten Heimat. Ich glaube, wir Schweizer im Ausland sind mehr sehr interessiert, die alten Schweizer Bräuche am Leben zu erhalten. Wir sind natürlich in Neuseeland und bei den Neuseeländern, wir werden oft benieden, wie wir das Schützenwesen so pflegen. Und dass wir da an ein so großes Schützenfest fahren dürfen und reisen dürfen, dann nimmt man halt diese unendlichen Stunden im Flugzeug, nimmt man da zu kaufen. Thank you.
Thank you.
Thank you.